Turkvölker, das ist überhaupt, das ist so ein Problem eigentlich. Ja? Die Geschichte der Turkvölker ist höchst komplex. Man sieht es schon, was Herr Dr. Simsek bei den Seldschuken angesprochen hat. Also es ist wirklich eine sehr, sehr komplexe Geschichte von der Entwicklung über die Hochblüte und bis zum Übergang zum Beispiel zum Osmanischen Reich. Und die Geschichte der anderen Turkvölker, oder viel, viel mehr, ist noch komplexer. Das Gebiet hier ist vom Aralsee bis zur Mandschurei, sind die heutigen Staaten Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisien, Mongolei und Teile Nordchinas und ein kleiner Teil Südsibiriens ist bei den Köktürken, also so 6. Jahrhundert nach Christus, ja, mit dem Khanat, ist hier vereinigt worden. Ein riesengroßes Gebiet hier, und als Turkstaaten werden heute üblicherweise bezeichnet Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan oder Kirgisistan, Kirgisistan, das ist zwei, Kasachstan und natürlich auch, das kommt lustigerweise nicht immer vor, aber eigentlich gehört es dazu, die Türkei natürlich, ja? Und auch logischerweise dann Aserbaidschan zum Begriff der Turkstaaten. Nun, wenn man sich da anschaut, die heutige Verbreitung der Turksprachen, das ist gegenüber dem ursprünglichen Gebiet dieser Köktürken aus der sehr frühen Zeit, hat sich etwas verschoben. Es geht von der Türkei im Westen bis zu den Uiguren im Osten und vielen, vielen turksprachigen, so kleinen Regionen, so Inseln sozusagen, in Nordsibirien in Sibirien zumindest, interessanterweise im Norden. Und heute möchte ich auf architektonische Elemente eingehen und charakteristische Bautypen im Zentrum dieser turksprachigen Ethnien. Und Sie sehen das Zentrum wirklich, also die turksprachigen Ethnien sind diese farbigen Flecken, und genau im Zentrum liegt mehr oder weniger zufälligerweise Usbekistan. Und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, weil dann wird es noch komplizierter, ob das jetzt mongol-türkische oder türkisch-iranisch-mongolische Ethnien sind. Wenn Sie die Diskussionen der Historiker darüber lesen, also irgendwie ist das schon eine Lebensaufgabe, das zu erfassen. Und das geht es heute nicht. Es geht heute um Architektur. Es geht um die Baumaterialien, Lehm und Holz. Es geht um bauliche Elemente, Bögen, Gewölbe, Säulen. Minarette, Iwane, und es geht um Bautypen, Moscheen, Mätressen, Paläste. Und ursprünglich wollte ich auch, wie Herr Dr. Simsek, die Karawanserei zunehmen. Ich möchte Sie aber nicht über Gebühr strapazieren, zeitmäßig. Ich habe sowieso viele hunderte Folien weggelassen, die ich ursprünglich auch bringen wollte. Warum ich die Karawanserei weggelassen habe, dazu sei mir eine kleine Anekdote Ihnen zu zählen erlaubt, dass die ich in Usbekistan gehört habe. Einst ritt ein Emir mit seinem ganzen Hofstaat durch eine fremde Stadt, und er sah ein wunderschönes Gebäude, und er rief seinen Baumeister und er sagte: Baumeister, wenn wir wieder zu Hause sind, bauen wir auch eine so schöne Mätrese, wie hier sie steht. Und sie ritten weiter, und keiner hat sich dem Emir zu sagen getraut, dass es eigentlich eine Karawanserei war. Die Bautypen Karawanserei und Mätresen sind in Usbekistan sehr, sehr ähnlich. Das Satellitenbild zeigt in einer eigenen, ein bisschen erschreckender Weise den heutigen Zustand der ausgetrockneten Region. Es war früher unwesentlich vielleicht, fruchtbarer, es war sicherlich fruchtbarer. Heute ist das Problem, dass während der sowjetischen Besatzung hier extrem viel Grundwasser abgezapft worden ist. Sie wissen vielleicht oder hoffentlich, wie der Aralsee früher ausgesehen hat, wie ich ihn noch in der Schule gelernt habe, voll gefüllt. Und wenn Sie sich jetzt heute anschauen, die Satellitenbilder vom Aralsee, es ist fast nichts mehr da. Hier fließt der Amudarya, der Oxus in der Antike, bitte, wo Alexander ihn überschritten hat, den Oxus, der fließt hier noch als ein mickriges Gewässer durch eine wüstenhafte Gegend, aber es gibt hier auch Oasen. Oasen sehen Sie zum Beispiel hier diese Oase um Chiba, hier die Oase um Bukhara, hier die Oase Samarkand und so weiter. Ich habe hier die Chiba, Bukhara und Samarkand als Haupt, sozusagen als Hauptort, als Hauptsiedlungsgebiete hier verwendet. Ich werde ein bisschen was von Kistuwan und Schachrisabs auch zeigen. In diesen Oasen haben sich dann tatsächlich größere Siedlungen entwickelt, schon sehr, sehr früh, also schon vor 2000, 2500 Jahren.
und es sind hier wirklich urbane Siedlungen, also urbane Gebilde entstanden. Warum haben diese Städte in dieser Wüste und so, in dieser Wüste, in diesen beiden Wüsten, muss man sagen, Kisselkum und Karakum, also die weiße und die schwarze Wüste, warum haben diese Städte so große Bedeutung gehabt seit vielen Jahrhunderten? Das war die Seidenstraße. Die Seidenstraße, ein Netz von Karawanenwegen von Ostasien bis in Zentralasien bis in den europäischen Raum. Und die war seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, ist das ein unheimlich wichtiger Handelsweg. Und einer der, oder der Haupthandelsweg von der Seidenstraße, ist wirklich ein Netz, führt, mehr oder weniger nicht zufälligerweise, aber führt zwischen Samarkand und Buchara, führt er durch. Chiwa liegt an einem sozusagen einer Nebenlinie dieser Seidenstraße, aber hat auch mit dieser Seidenstraße, mit dem Handel etwas zu tun. Und durch den Handel entsteht natürlich ein Kontakt, ein intensiver Kontakt mit anderen Kulturen. Der Kontakt mit anderen Kulturen, und das versuche ich den Studierenden seit vielen Jahren an dieser Fakultät beizubringen, bringt eine Erweiterung des geistigen Horizontes und auch für diese Leute. Ja. Es bringt der Handel, das ist eine andere Sache, die mich weniger interessiert, es bringt der Handel Reichtum, ja, für die Leute, aber was mich wieder mehr interessiert und uns interessiert, durch den Reichtum gab es einen eminenten Aufschwung der Bautätigkeit. In den meisten Teilen der Region, wie bereits erwähnt, Wüste. Also so schaut es aus, Kisselkopf. Also es ist zwar möglich, hier Handelswege anzulegen, besser als in anderen Gebieten, ne? Aber was nicht möglich ist, hier zu siedeln. Und was möglich ist hier, die einzige Möglichkeit im Kisselkum, in der Weißen Wüste, sie als Lebensraum irgendwie zu nutzen, ist eine nomadische Lebensweise. Man zieht hier mit Viehherden herum, die Viehherden, die diese kümmerliche Vegetation abgrasen und die Behausungen der Viehhirten, die immer mitziehen müssen mit diesen Herden, ja, die über viele, viele, zig hunderte Kilometer, manchmal sogar na, tausende Kilometer, ist übertrieben, hunderte Kilometer im Jahr herumziehen, das erfordert eine hohe Mobilität. Und die Baukonstruktionen der Nomaden sind in dieser Gegend Jurten. Jurte ist der klassische Behausungstyp von Nomaden in Zentralasien überhaupt generell. Jurten werden interessanterweise schon von Herodot beschrieben, einer der frühesten Bautypen, der beschrieben wird. Herodot, der in der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus gelebt hat, also so circa vor 2500 Jahren, hat die Jurten als einen Bautyp der Skythen beschrieben. Also Skythen, die so Ukraine, Südrussland, als Nomaden gelebt haben. Und die Jurten haben sich verbreitet im Laufe der Jahrtausende, wahrscheinlich Jahrhunderte, haben sie sich verbreitet von der Türkei bis zur Mongolei und bis Sibirien eigentlich hinein. Die Jurten sind von unterschiedlichen Ethnien, ja, das heißt Mongolen sind Usbeken oder andere Ethnien, in konstruktiver Hinsicht überraschend ähnlich. Ja. Sie haben ein bisschen unterschiedliche Bauformen, das ist das Erscheinungsbild, aber im Prinzip sind sie sehr, sehr ähnlich. Und die wesentliche Voraussetzung der Jurte ist ein rascher Auf- und Abbau. Und da haben wir diese Konstruktion, die Wandkonstruktion, die wir hier im oberen historischen Bild recht gut sehen. Es handelt sich hier ausnahmslos um Jurten von Usbekistan, also in Usbekistan, sind präfabrizierte klaffbare Scherengitter, die im Kreis aufgestellt werden können, die leicht transportiert werden können, wenn sie zusammengezogen werden, sie können auseinandergezogen werden, sie können leicht transportiert werden. Der Türrahmen ist ein Element, das bei allen Jurten vorkommt, zur Versteifung der Wand. Also diese Tür wurde früher mit einem Filz verschlossen, heute wird sie mit einem festen Holz. Rahmenfüllungstür verschlossen. Und Sie sehen hier, dann gibt es Dach natürlich, das haben wir vergessen, das Dach besteht aus dem Dachrad, oben ein Druckring und den Sparren. Das sind bitte nicht die alle Sparren, ja, das ist im Aufbau. Es sind klassischerweise bei den Mongolen sind es 81 Sparren, die herumgespannt werden. 81, eine heilige Zahl, 3 ist die heilige Zahl und 3 mal 3 mal 3 mal 3 ist 81. Ich habe bei einigen Jurten, also vielen Jurten eigentlich in der Mongolei, die Sparren gezählt und es waren jedes Mal 81. Aber das ist eine sehr, sehr qualitative und keine quantitative Auswertung. Ich traue nicht zu, dass wirklich alle Jurten 81 Sparren haben. Aber es sind sehr viele Sparren, weil nämlich der Filz, der die Deckung bildet, ein Material ist, der nicht sehr stark auf Tension, also nicht sehr stark auf Zug belastet ist. Das heißt, er muss auf vielen Elementen aufruhen.
Da sieht man, dass die Jurten nicht nur für Nomaden, die irgendwie durch die Steppe ziehen, durch die Wüste ziehen, verwendet wurde, sondern tatsächlich auch in Gehöften. Also die Jurten werden auch für Sesshafte als Behausung verwendet. Das ist recht interessant eigentlich. Ja? Alles in der Konstruktion der Jurte, wie gesagt, ist auf einen raschen Aufbau, Abbau und leichten Transport ausgelegt. Die Einzelteile sind vorgefertigt zerlegbar, wie ich gesagt habe, hier ein paar Details, wie die Sparren eingesteckt werden in das Dachrad, wie die Sparren mit einfachen Schlaufen und Schnurbindungen am Scherengitter an der Wand befestigt werden. Und hier natürlich ist das Ganze nicht so steif, weil es leichtes Material sein muss, weil es dünne Holzdimensionen sind, wird das Ganze mit Zugbändern noch weiterhin versteift. Wenn man im Inneren einer Jurte ist, dann glaubt man, man ist in einem riesengroßen Himmelsgewölbe. Ja? Und die Jurten sind in Wirklichkeit gar nicht so groß. Von außen gesehen hat es eine Jurte ziemlich, das haben wir gesehen, ganz ehrlich gesagt, ein ziemlich mickriger Bautyp. Aber wenn man durch diese sehr niedrige Tür hineingeht und über sich schaut, hat man das Gefühl, der Innenraum ist doppelt so groß wie die Außenerscheinung. Und das Schönste für mich war, in einer Jurte in der Früh aufzuwachen und hinaufzuschauen und dieses Dachrad anzusehen. Die Nomaden sind stolze Leute, sie sind stolz auf ihre freie, ungebundene Lebensweise. Und die Nachfahren, die erben diesen Stolz von Nomaden. Ja? Und auch wenn sie schon längst sesshaft geworden sind. Aber die Jurte wird immer noch verwendet. Die Jurte wird zum Prestigeobjekt, ich werde später ganz zum Schluss noch darauf kurz zurückkommen. Aber womit ich mich hauptsächlich hier auseinandersetzen möchte, ist die Baukonstruktionen der Sesshaften. Fangen wir mit den Lehmbautechniken an. Das ist nichts ganz anderes wie in anderen Baukulturen. Man hat hier unterschiedliche Bautechniken in Lehm, aber so wie auch in Ostasien oder in Afrika oder in Lateinamerika oder in Nordamerika. Hier Mauern, die Stadtmauer von Chiba mit einer Stärke von 6 Meter Höhe, von 6 bis 8 Meter ungefähr. Die ältesten Teile dieser Mauer sind angeblich aus dem 5., 6. Jahrhundert nach Christus. Natürlich sehr, sehr oft renoviert, restauriert, wieder aufgebaut. Das Hauptbaumaterial ist Lehm in dieser Gegend. Das ist überhaupt keine Frage. In dem Alluvialgebiet von Usbekistan ist Lehm verfügbar. Was anderes. Ja, Bäume, ja, natürlich, Holz gibt es in den Oasen, aber das Hauptbaumaterial ist wirklich Lehm. Und diese Stadtmauern bestehen aus massivem Lehm. Das ist so ein massives Gebäude, dass Chiba eigentlich jahrhundertelang von den Russen mehrmals zum Beispiel belagert worden ist, aber niemals eingenommen werden konnte. Also bis ins 20. Jahrhundert nicht, das ist schon sehr erstaunlich. Aber hier die Stadtmauer von Buchara, oftmals zerstört, oftmals wiederaufgebaut, restauriert, ist in einem jämmerlichen Zustand heute. Und diese Stadtmauer zum Beispiel im 12. Jahrhundert stammen Teile davon. Ja, welche Teile ist dann sehr fragwürdig. Es ist eine Schichtenbauweise und Sie sehen, bei dieser Schichtenbauweise gibt es zahlreiche Risse. Hier ein Restaurierungsversuch vermutlich mit einer Schalungsbauweise, auch eine Feuchtbauweise, wo der Lehm feucht eingebracht wird. Besser ist es von der Haltbarkeit, ja, und von der Rissbildung, wenn man Ziegelkonstruktionen verwendet. Ja. Ziegelmauerwerk. Ja. Man errichtet hier die Mauern mit trockenem Lehmmaterial. Die Ziegel werden im Modul vorgefertigt, werden vorgetrocknet und im ausgetrockneten Zustand an die Baustelle gebracht. Und üblicherweise gibt es da keine Risse. Die Risse, die es hier gibt, ja, das sind nicht Risse wegen des Austrocknens des Baumaterials, das sind Risse wegen Setzungen, wegen Bodensetzungen, wegen Erdbeben. Und Sie sehen, eine Ziegelmauer hält auch das aus, weil die Risse nämlich nicht senkrecht durchgehen, weil die Risse in irgendeiner Form so durchgehen, dass die Mauer noch bestehen bleibt. Ja, das ist eine Ziegelmauer, die nicht verputzt ist, recht selten eigentlich. Ja. Üblicherweise werden Ziegelmauern verputzt und dieser Verputz wird auch mit Strohhäcksel gemischt, damit er eben wenig Rissbildung kriegt. Durch diese Fasern, die drinnen sind, verhindert man, dass viele Risse entstehen. Dann gegen eine Maßnahme gegen Setzungen und Erdbeben, das ist auch etwas, was recht interessant ist, dass es in Zentralasien genauso gibt wie in Anatolien und wie in vielen anderen Gebieten. Setzungen und Erdbeben werden
die Schäden werden vermindert zumindest, wenn man hier einen Rahmen hat, in so einer Art Fachwerksbau mit einer Lehmziegelfüllung. Und eine Maßnahme gegen aufsteigende Bodenschicht ist auch immer wichtig. Hier eine historische Maßnahme mit pflanzlichen Materialien und eine moderne mit Teer- und Kunststoffeinlagen. Das ist ganz üblich. Also das ist nichts jetzt wirklich etwas Besonderes, wo man sagen muss, Usbekistan ist hier eine regionale Charakteristik, Identität. Nein, aber es beginnt dann schon mit der Dekoration. Ja? Also seit dem Ende 9., Anfang 10. Jahrhundert nach Christus werden verstärkt gebrannte Ziegel verwendet. Ja, vorher hat man sehr oft Lehmziegel verwendet und die gebrannten Ziegel werden dann für Monumentalbauten verwendet, sondern stabilere Konstruktionen, leichtere Ausführungen, größere Dimensionen sind damit möglich, auch höhere Gebäude sind möglich und besonders, was für uns interessant ist, der Kuppelbau wird versehen. Ja? Der Kuppelbau ist in Lehmziegeln möglich, aber nur für kleine Dimensionen. Mit gebrannten Ziegeln ist es hier wesentlich besser und die Ziegelbauweise ist auch geeignet für den Mauerdekor. Vor Rücksprünge, Schrägstellen etc. Das sind ganz, ganz einfache und charakteristische Dekorformen, die heute mit vorgefertigten Ziegeln so von der Baumax-Ebene irgendwie bei den neuen Gebäuden verwendet werden. Mit den Ziegeln, mit den gebrannten Ziegeln geht es dann weiter in die Fliesendekoration und in die Dekoration gefärbten und glasierten Ziegel. Bei prominenten Bauten gibt es die Verkleidung mit den farbig glasierten Ziegeln oder und Fliesen, also Fayence. Die Fliesen werden manchmal nur partiell eingesetzt oder die gefärbten Ziegel werden manchmal nur, besser gesagt, die gefärbten Ziegel werden manchmal nur partiell eingesetzt. Das ist ein recht selten, darum ein Beispiel aus Chiva. Viel, viel häufiger ist, dass sich Muster durch Abwechslung von normal gebrannten Lehmziegeln und farbig glasierten Ziegeln ergeben. Also das ist ein ganz klassisches Muster, das kommt sehr, sehr oft vor. Das haben wir übrigens auch schon so ähnlich bei den Seldschuken gesehen von Dr. Simcek. Und es gibt dann noch ähnlichere Bauformen, zum Beispiel dieses, ganz was Ähnliches hast du auch gezeigt von den Seldschuken. Also das ist ganz, ganz typisch eigentlich für Usbekistan für diese Zeit. Ja. Also für diese Zeit, in dem Fall ist es um 1400 herum, Guriemir ist das Grab von Timur. Also Timur, wenn Sie Timur nicht kennen und seine Geschichte und wie viele Leute er umgebracht hat oder umbringen hat lassen, besser gesagt, er selber hat auch, dann schauen Sie sich das bitte an, es ist wirklich sehr interessant, aber Timur hat auch sehr die Kultur und Wissenschaft gefördert auf der anderen Seite. Nun, üblicherweise ist bei Prestigebauten gibt es dann eine vollflächige Ornamentierung mit den farbigen Ziegeln und den Fliesen auch. Ja. Es gibt zahllose unterschiedliche Ornamente, ja. Von seltsam bis großartig, würde ich sagen. Also das finde ich ja eines der seltsamsten Ornamente. Ich würde sowas nicht machen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Und das bitte auf einer riesigen Fläche. Also dieser Iwan von der Ulubek, der ist ungefähr 50 Meter hoch. Ja. Und auf dieser Wahnsinnsfläche diese riesigen schiefen Elemente zu sehen, die einander so ineinander greifen, es ist sehr, sehr merkwürdig, darunter zu stehen. Und das ist ungefähr so aus dem 15. Jahrhundert, also bei 1400, die Ulubek Matarasasi ist so 1420 um diese Zeit fertig geworden. Und hier haben wir zwei spätere Beispiele. Das ist schon mit Fliesen. Das sind immer mehr gefärbte Ziegel, sondern das sind wirkliche Fliesenbeispiele aus dem 19. Jahrhundert. Nun, die Ornamente mit Fliesen haben ganz unterschiedliche Strukturen, die werden unbekümmert nebeneinander gesetzt. Ja. Es gibt komplexe Muster, also ein Teppich ist eigentlich schwach dagegen, wenn man sich das anschaut, was es hier gibt, bitte. Das ist ein Detail, das vielleicht so groß ist, nur so breit ist, von der Ulubek Maitresse, also einer der größten Maitressen, die Usbekistan hat. Und es ist eine Unzahl von Mustern hier, also der Horror. Vakui, die Angst vor dem nicht gestalteten Raum ist riesig. Ja? Man überspielt damit natürlich auch den Mangel, dass es gerade in dieser usbekischen klassischen Architektur riesengroße Flächen gibt, ja, die man jetzt irgendwie gestalten möchte.
Und es auch die plastischen Gliederungselemente wie Wandsäulen oder Bündelpfeiler werden über und über mit diesem Fliesendekor und Mosaiken versehen. Also da geht es ja, diese Dinge sind ja nur so groß, da kommen sie mit den Fliesen gar nicht mehr zurecht, da haben sie ganz, ganz kleine glasierte Mosaiksteinchen, die hier eingesetzt werden. Und die Darstellung von lebenden Kreaturen gibt es auch. Ist ja im Islam verboten, ja? Aber trotzdem nicht nur Ornamente und Schriftzeichen werden dargestellt, sondern auch auf Pflanzen und auch Tiere. Und interessanterweise Tiere mit besonderer Vorliebe auf Medresen, also Koranschulen. Ja, das muss man auch sagen, das ist schon sehr eigenartig. Und nicht etwa in der Zeit der Abbasiden oder Umayyaden, in der frühen Zeit, sondern tatsächlich hier, das ist ein Beispiel von der Gumbas Masjidi in Shahrisabz, die ist 1430er Jahre. Ja, also in einer Zeit, wo das natürlich sehr eigenartig ist. Und manchmal ein unglaublicher Mischmasch an Fliesendekorationen, wieder jedes einzelne Bauelement kriegt eine eigene Ornamentstruktur. Und das ist bitte eine der ganz klassischen Anlagen. Das ist eine der größten Moscheen weltweit. Das ist die Bibi Khan Moschee in Samarkand. Und die ist von Timur himself sozusagen entworfen, gebaut worden, kurz bevor er gestorben ist, ja? So um 1400. Angeblich ist diese Moschee in 4 bis 5 Jahren fertig geworden. Ich werde dann ein Bild zeigen, wie groß sie wirklich ist, das kann man hier nicht erkennen. Ich habe das nur wegen dem sehr durcheinander fließenden Dekor gezeigt. Die Befestigung von Ziegel und Fliesen auf dem Untergrund ist auch immer sehr interessant, weil man sieht ja sehr viele Fliesen, dass sie abgefallen sind. Und hier auf dem Bild, weil man da jetzt näher eingehen würde, was ich zeitlich wirklich nicht möchte, könnte man sehen, was hier die Probleme sind. Also hier bei den eingesetzten Ziegelstücken und hier bei den eingesetzten Fliesen. Die werden mit speziellen Materialien, werden sie angeklebt, also Art Fliesenkleber, ein historischer, ja, aber der hält natürlich auch nicht jetzt einmal 800 Jahre oder 600 Jahre. Bögen. Das Thema der Bögen ist ganz kurz gehalten bei mir, weil die Bögen, die kennen wir schon vom Vortrag von Herrn Dr. Schimschek, es sind immer die gleichen. Es ist diese klassische Bogenform, die die Seldschuken haben, die viele Türkvölker haben, die Perser auch haben. Ja, also in Persien gibt es auch praktisch fast nur diese Bogenform. Es ist die Bogenform, die in Europa als Tudorbogen in die Architekturgeschichte eingegangen ist. Es ist ein Spitzbogen, aber kein Spitzbogen aus zwei Kreissegmenten, wie es üblich ist, sondern ein Spitzbogen, der aus einem, ja, so einer Art Korbbogen entwickelt ist. Das heißt, der hier seine Krümmung wechselt, eine stärkere Krümmung an der Kämpferlinie hat und eine schwächere Krümmung im oberen Teil. Die werden zum unverzichtbaren Merkmal aller möglichen Bauten. Die Bogenstellungen sind nebeneinander gestellt, übereinander gestellt, ineinander gestellt, immer der gleiche Bogen, immer der gleiche Bogen. Also das ist die ausschließliche Bogenform, das ist interessant, das ist ein unwahrscheinlich wichtiges und charakteristisches Identitätsmerkmal. Und manchmal glaubt man, ha, ein Hufeisenbogen. Wenn man es genau schaut, ist wieder kein Hufeisenbogen. Ja? Es ist Hufeisenbogen, als würde man sagen, ja, so normal, die typische islamische Bauform. Nein, es ist ein gestelzter Tudorbogen. Ja? Ist auch kein Hufeisenbogen. Hier wieder ein vom Grab des Timur. Ein Beispiel. Gewölbe. Also da wird es dann schon ganz interessant. Das Interessante, also das ist jetzt einmal so eine elementare Gewölbeform, möchte ich mal zeigen, elementare Gewölbeform, ein Spitzbogen, wie hier bei den Gräbern an der Stadtmauer von Chiva, elementare Bogenform, die Kuppel. Ja? Rundräume gibt es fast gar keine in dieser Architektur Usbekistans und eigentlich überhaupt ganz selten in der Architekturgeschichte. Und die Kuppel, die klassische Kuppel, also diese zum Beispiel, braucht einen runden, einen kreisförmigen Grundriss. Was macht man, wenn man bestenfalls ein Quadrat als Grundriss hat? Ja? Man muss Übergangselemente schaffen. Und diese Übergangselemente bestehen aus ganz, ganz wenigen elementaren Elementen auch, nämlich eigentlich fast nur aus Spitzkronchen. Das ist eine komische Form, die gibt es in Europa überhaupt nicht. Ja? Das ist eine Kronche, die hat üblicherweise eine Spitze und eine Xe.
Ja, Konche, kennen Sie diese Konche, diese Halbkuppel? Trompenkuppel, würde man sagen, gibt es in dieser Gegend auch? Eigentlich nicht. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich besonders viele Trompenkuppeln gesehen habe. In Usbekistan, Trompe ist ein liegender Hohlkegel. Das ist auch im weiter westlichen Gebiet sehr üblich. Und so schaut das dann aus, dieser Übergang vom Quadrat in die Kuppel. Herr Dr. Simsek hat das ja auch schon gezeigt, in der seldschukischen Architektur ist ganz, ganz ähnlich. Das sind bitte Beispiele von dem Mausoleum der Samaniden in Bukhara, von der Moschee, diese Pahlavan Mahmud Makbarasi in Chiba und ein Mausoleum, das Mausoleum von Pahlavan Mahmud. Und von der Bibi Chanin Moschee wieder in Samarkand. Und bitte, diese Beispiele, dieses ist aus dem 9. 10. Jahrhundert. Schauen Sie sich die Ecklösung an mit diesem Element hier. Ja? Schauen Sie sich die Ecklösung an mit diesem Element. Das ist genau das Gleiche. Das ist eigentlich noch persisch. Ja? Das ist eine Samaniten- oder persische Dynastie gewesen. Dann das ist von der Bibi Chanin Moschee, also um 1400 herum, genau das Gleiche. Und hier von der Pahlavan Mahmud Makbarasi, der ist schon sehr lange tot, ja? Aber die Moschee, die Makbarasi ist ein Mausoleum, ja? Das Mausoleum stammt aus dem 19. Jahrhundert, bitte. Das heißt, wir haben vom 9. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert exakt die gleichen Übergangselemente, nur dass das scheint jetzt komplexer zu sein, ist es überhaupt nicht, weil das Komplexe, was Sie da sehen, ist einfach nur die zweidimensionale Fliesendekoration. Es hat sich 1000 Jahre nicht viel getan. Aber es hat sich auf andere Richtungen viel getan. Nämlich zum Beispiel diese türkischen Dreiecke. Das sind wirklich türkische Dreiecke, obwohl sie natürlich nicht nur im Turkraum vorkommen. Sie sind ganz, ganz charakteristisch auch in der persischen historischen Architektur. Das ist so etwas hier mit, das könnte man sagen, geradlinige Grate, oder fast geradlinige Grate, sind leicht gebogen, ja, die einander überschneiden. Ja, und das Ziel des Ganzen ist immer, einen Fuß zu bilden für die Kuppel, der annähernd kreisförmig ist. Und da gibt es sehr, sehr einfache, das ist ein bisschen komplexer, da ist es nur in den Bogenzwickeln und hier sehen Sie, ist es schon noch komplexer und hier in diesem Beispiel ist es ein sehr, sehr schönes Überschneiden von Bögen. Das ist immer also überschneidende Bögen und nicht nur wie hier angesetzte Bögen. Es gibt unwahrscheinlich viele Variationen dieser türkischen Dreiecke und es gibt türkische Dreiecke, die zum Beispiel deutlich geformte Innenwölbungen hier haben. Ja? Und das ist schon der Übergang zu den Mukarnas. Und diese Mukarnas entwickeln sich eigentlich aus diesen türkischen Dreiecken, wenn nämlich die Fläche dahinter nicht mehr nur ganz, ganz leicht gewölbt ist, sondern wenn diese Fläche dann stärker gewölbt ist. Und da sehen Sie diese Elemente, was ich vor zwei oder drei Folien vorher gezeigt habe, diese Eckübergangslösungen, diese Spitzkonchen mit der Xe, die von den Samaniden, also vom 9. Jahrhundert bis zum 19. und 20. Jahrhundert auch noch verwendet worden ist. Da sehen Sie in einer kleinen Dimension und in einer, einer Vielschichtigkeit. Das heißt, wir haben ein Element, das dient als Großelement, als Eckelement für die gesamte Kuppel und wir haben viele kleine Elemente, die in einer sehr, sehr eleganten Form vom Quadrat in den Kreis überleiten können, wo man dann im Endeffekt überhaupt keine Kuppel mehr braucht, ja? Weil es gibt Elemente, wo dann die Mukarnas sozusagen selbst die Kuppel bilden. Manchmal ist leicht daneben gegangen, ja, und manchmal scheint es ein bisschen sehr übertrieben, aber es gibt Beispiele, wo es fantastisch gelungen ist. Ja. Das ist schon ein späteres Beispiel aus der Mitte ungefähr des 17. Jahrhunderts. Nun, es gibt natürlich nicht nur massive Überwölbungen von Räumen, also massive Decken von Räumen, gewölbt ist keine Decke, ja, aber massive obere Flächen von Räumen, sondern in den meisten Fällen und vor allem bei einfacheren Bauten sind es Holzdecken.
Sie haben ja gesehen, es gibt Oasen dort, also Holz gibt es. Ja, es gibt auch ziemlich gute Bäume sozusagen, die dazu verwendet werden können. Gerade Bäume, nicht nur das, was man zum Beispiel in Westasien so oft vorfindet, in Wüstengegenden, krumm gewachsene Bäume, mit denen man nicht wirklich Holzbau machen kann. Hier sind die Dächer und die Geschosstrennungen sind hauptsächlich eben Holzdecken und die Stützen sind immer Holzsäulen. Also Stein wird praktisch nicht verwendet. Das ist so eine Sache. Es gibt halt in dieser Gegend auch kaum Steine, die man findet. Das ist ein Überschwemmungsgebiet, ja, und das ist eine Sache, die fremd sozusagen ist. Holzdecken, Balkendeckel, Decken, die einfachste Art der Balken, also die Deckenkonstruktion überhaupt, man legt Balken drüber. Üblicherweise Unterzüge, sind fast immer da, also Unterzüge hier bei den Säulen und dann braucht man relativ wenig Säulen und dann legt man die Balken quer. Darüber werden dann üblicherweise Routen gelegt, ja, und dann kommt der weitere Aufbau mit Lehm und so weiter. Und manchmal gibt es auch Bretter. Natürlich sind die Deckenkonstruktionen, die wir heute sehen, heutzutage sehen, besser gesagt, die sind halt meistens restauriert, die sind rekonstruiert, weil aus der Zeit vor vielen Jahrhunderten sind logischerweise Holzdecken nicht mehr erhalten. Die prominenteren Räume kriegen dann eine Bemalung, dann die Balken, manchmal ein ziemlich aufwendiger Dekor auf einfacher Konstruktion wie hier. Und da sieht man, auch wenn das ganz normale Balkendecken sind, man versucht hier Kassettierungen anzumerken. Ja? Also es werden hier Kassettierungen werden sozusagen aufgemalt und die Kassettendecken, die ja dann aufwendiger sind, die gibt es auch in verschiedener Komplexität. Ja? Sehr beliebt ist die Anordnung von Haupt- und Querunterzügen, wie wir sie hier sehen in der Rubrik Matarasasi. Das ist jetzt der typische Teil davon, das ist ein Nebenteil, aber hier sehen wir Querunterzüge und da werden die Balken dann wirklich immer 90 Grad in Felder geteilt. Das sind deutlich geteilte Felder in dieser Decke und die Ausfachungen mit den Achtdecken, wie wir sie zum Beispiel in der Jumma Masjidi aus dem 18. Jahrhundert hier sehen, in China. Die erzeugen noch mehr diese Feldwirkung. Und was ja auch interessant ist, nicht nur diese Feldwirkung, sondern auch die Felder werden vertieft nach oben oder vertieft kann man nicht sagen, erhöht sozusagen nach oben. Also jedes Feld bekommt seine eigene Qualität, mehr oder weniger. Und die Kassettendecken mit vertieften Feldern sind dann bei prestigeträchtigen Bauten besonders stark auftreten und oder unterschiedliche Dekors. Das ist genau das, was Herr Dr. Simsek gerade vorhin gesagt hat. Der unterschiedliche Dekor ist nicht nur für die Seldschuken, sondern auch für die Gegend der Usbekistan, ist hier sehr, sehr, sehr prägnant. Sie sehen zwei Felder, die eigentlich die gleiche Wertigkeit haben, sie wurden vollkommen unterschiedlich dekoriert. Und die Kassettendecken dann mit einer mehrfachen Unterteilung, mit einer üppigen Bemalung, hier wieder dieser Horavakui zu spüren. Und was sehr charakteristisch ist, was ich noch selten eigentlich in so einer Konsequenz gesehen habe, es gibt hier innerhalb der Kassettendecken gibt es eine Mittelvertiefung. Also es wird stark zentriert, das Ganze. Das ist auch in Toshari Saroy, also im Palast aus dem 19. Jahrhundert, in einem der wichtigsten. Die Decken werden getragen von Holzsäulen. Ja, wie gesagt, Stein gibt es nicht für Säulen. Die Holzsäulen, die sind extrem prestigeträchtige Bauglieder. Ich habe eigentlich kaum jemals Holzsäulen gesehen, die so viel Prestigewirkung haben wie hier in Usbekistan. Die gehören überhaupt zu den prominentesten architektonischen Elementen und das gilt für diese solitär stehenden Säulen, die ganz, ganz typisch sind. Also dieses Element des Iwan mit einer Einzelsäule in der Mitte, ja komisch, ich meine, das gibt es ja kaum irgendwo. Das ist in Usbekistan das ist ganz, ganz normal sozusagen. Ja, diese komische Lösung mit der Ecksäule bei der Jumma, das ist untypisch, aber wenn die Säule allein steht, ist sie ein wichtiger Baukörper und wenn die Säule vorkommt in einer Massierung, wo man denkt, man steht wirklich in einem Wald drinnen, ja, dann ist sie auch ein unwahrscheinlich wichtiges, prominentes Element hier, die Bolahus-Moschee in Bukhara, ich werde dann in einer anderen Beziehung das auch noch einmal zeigen, diese Moschee, diese riesige Vorhalle, ja, diese hohen Holzsäulen. Ich versuche immer keine Menschen drauf zu haben, was manchmal ein bisschen negativ ist, weil man nicht sieht, wie riesig das wirklich ist. Oder dieser Säulenwald in der Jumma-Moschee. Also der heutige Bau ist aus dem 18. Jahrhundert, ist eine uralte Moschee aus dem 11. Jahrhundert schon genannt. Aber die Säulen sind hier eingebaut von älteren Bauten aus dem 12. bis 15. Jahrhundert.
Und ein Detail, das in keiner anderen Baukultur eine derartige prominente und übertriebene Ausbildung gefunden hat, wie in der von Zentralasien, sind die Basen von Holzsäulen. Also ich meine, der Sinn von dem Ganzen ist, da sehen Sie, wie das ausschaut, wenn es abgebrochen ist, der Sinn von dem Ganzen ist, dass die Holzsäule möglichst wenig Feuchtigkeit vom Boden aufsaugt. Das ist ein Schutz gegen Verrotten, das heißt, die Saugfläche des Hirnholzes wird hier bis zum Äußersten minimiert. Und es ist irgendwie, es ist gespenstisch, so eine Säule zu betrachten, die dann hier wie in dieser Dschungel, wo man das Gefühl hat, sie steht eigentlich überhaupt auf nichts mehr. Ja? Das sind nur so große Dimensionen und unter dieser verkleinerten Saugfläche des Hirnholzes steht dann eine riesige Basis, entweder aus Holz, in den meisten Fällen aus Stein hier. Der obere Abschluss der Holzsäulen kann in zwei Arten ausgeführt werden, mit einem Querholz, mit einem geschnitzten Querholz, ja, mit einem dekorierten Querholz, wenn Sie antike Baukunst ein bisschen kennen, dann wissen Sie, dass genau aus dieser Situation sich dann die ionische Säule entwickelt hat. Das kann mit oder ohne Kapitell sein. Und wenn Sie sich die Säulen anschauen, hier zum Beispiel, dann wissen Sie, woher sich das ist natürlich später, ja, aber woher die korinthische Säule auch kommen kann. In dem Fall ist es so, dass ein Lukarnergewölbe, das im Deutschen diese sinnlose Bezeichnung Stalaktitengewölbe hat, dass ein Lukarnergewölbe, wie es Ihnen vorhin gezeigt hat, im Mauerwerk der Vorläufer war das vorgegebene Vorbild war für die Gestaltung dieses Kapitells. Hier diese ganz, ganz alten Säulen aus dem 12. bis 15. Jahrhundert in der Dschuma-Moschee zeigen, dass man hier in der Gestaltung der Kapitelle zurückhaltender war, weil einfach die Holzdimension nicht so groß gewesen ist. Ein weiteres Element ist der Iwan bzw. Bistak. Bistak ist die Vorderseite des Iwans, das ist der Teil, der wie eine Scheibe ausgebildet ist, der Teil, in dem eine riesengroße Bogenöffnung drinnen ist. Diese riesengroße Bogenöffnung, die ist dann wirklich, eigentlich ist der Iwan, haben wir vorhin schon gesehen, ist ein Raum, der an drei Seiten von Mauer begrenzt wird, an der vierten Seite offen ist. Ja? Ein Beschattungsraum sozusagen. Die ursprüngliche Funktion des Iwans war eben die Verschattung und trotzdem Belüftung des Raumes. In Zentralasien und auch im Iran wird die alles überragende Mauerscheibe der Bistak wird hier besonders herausgestellt. Die Artikulation des Einganges wird zur Hauptaufgabe überhaupt der ganzen äußeren Erscheinung des Baukörpers. Hier sehen wir eine Karawanserei mitten in der Wüste. Das ist Rabat al-Malik, die Karawanserei Karawan. Und diese Karawanserei ist uralt, ist UNESCO-Weltkulturerbe, weil sie eine der ältesten und größten Karawansereien überhaupt ist in Zentralasien in der Seidenstraße. Das Dumme ist, das Einzige, was aus dieser Zeit noch erhalten ist, ist der Bistak, beziehungsweise Teil des Eingangs, das Teil des Iwans. Und das wird zum Landmark. Wenn man sich vorstellt, die Seidenstraße, das geht durch die Wüste durch und dieses leicht hügeliges Gelände. Und Sie sehen dann, wenn Sie in dieser Gegend, wenn Sie fahren, sehen Sie dann irgendwo ein bauliches Element auftauchen. Manchmal ein Minarett, manchmal den Bistak eines Iwans. Und das sind dann Zeichen, wo die Karawane weiß, ich bin richtig auf dieser Straße. Sie dürfen sich die Seidenstraße nicht als asphaltierte Autobahn vorstellen, sondern auch als einen ausgetretenen Weg durch die Wüste. Und bei jedem Sturm ist das Ding wieder weg. Ja? Also man braucht Marken im Gelände, um hier das zu finden. Aber nicht nur bei Karawansereien in der Wüste, sondern auch im urbanen Bereich sind diese Iwane bzw. die Bistaks sind ein herausragendes Element im Sinne des Wortes. Ja, die prägen die baulichen Anlagen als Elemente diese Identitätsfrage ist es. Also wenn Sie sowas sehen mit diesen riesengroßen Iwanen, ja, mit den
in den Hintergrund tretenden Kuppel. Ja, wir sind eigentlich gewohnt, wenn wir an Moschee denken, dass wir Minarett und Kuppel denken. Ja, da, wenn wir an Moschee denken, beziehungsweise das ist keine Moschee, das ist eine Moschee, aber auch bei Medresen, da denken wir eigentlich an den Bistax, an den Eingangstor. Meistens sind es ja vier, ja, an diese Iwane. Und von der Perspektive des Daches aus gesehen, es schaut verrückt eigentlich aus. Ja, diese Iwane als hochragende Mauerscheiben mit dem anschließend überkuppelten Raum, also das ist das Ganze, ist der Iwan, hier ist die Mauerscheibe. Und die ist von vorne, ist sie heftig dekoriert, also diese Mauerscheibe hat eine klare Vorderseite. Die Hinterseite ist überhaupt nicht dekoriert. Und das Dumme ist, man sieht sie vom Hof aus. Und das schaut ganz komisch aus. Dann später auch ein Bild sein. Das ist wie eine Kulisse, wie eine Theaterkulisse ist das. Ja? Und bitte auch ein Klassiker, die Kalon, also Kalon-Moschee, in Kalon-Moschee in Buchara. Also die ist aus dem frühen 16. Jahrhundert. Das ist eine der größten Moscheen von Zentralasien. Auch, ja? Das ist nicht die der Dorfmoschee. Iwane sind schlecht in die Identitätsmerkmale im äußeren Erscheinungsbild von Moscheen, von Medresen, Karawansereien und der Rest der Hauptfassade, das ist nichts, das ist eine serielle Bogenstelle, da ist ein Bogen neben dem anderen. Die Seitenfassaden, die sind oft total ungegliedert. Wie stark die Iwane für die Prägung, für die Identität des Baukörpers sind, wird bei der Schellenansicht wird das besonders stark klar und so besonders intensiv. Ja. Erstens einmal die Größe des Iwans, ja, und auch die strukturelle Dominanz des Iwans. Ich meine, das Gebäude, stellen Sie sich bitte, diese beiden Interessen, die stehen am Registanplatz in Samarkand, stehen die gegenüber, einander gegenüber. Stellen Sie sich das Gebäude ohne den Iwan vor. Das ist ein Nix. Das ist gar nichts. Das ist hinten ist es auf der Seite und hinten ist es bloß einmal dekoriert. Aber das sind ganz, ganz normale, unbearbeitete sozusagen architektonische Flächen. Und die Dimension der Iwane ist höchst beeindruckend. Ja? Also von der Ulbeckmann-Medresse in Samarkand, wenn man sich das anschaut, schauen Sie sich die Dame an, die da, eine Frau, die da im Vordergrund vorbeigeht, bitte schauen Sie sich die Menschen an, die hier drinnen stehen. Ja? Und schauen Sie sich diesen Bistab von hinten an, von der Hofansicht, da sehen Sie, da wird zwar vorgeblendet, auch wieder eine Kulisse, aber das ist die Rückseite des gleichen Elementes. Ja? Schaut ein bisschen komisch aus, weil es gegliedert ist, aber das ist tatsächlich der gleiche Hof, das ist dieses Element von hinten aus gesehen. Also auch Beginn des 1420, wie gesagt, also erstes Viertel des 15. Jahrhunderts, einer der Klassiker in der Medresenarchitektur. Und diese Iwane haben eine dominante Position nicht nur für den Baukörper, sondern sie sind auch ein bestimmender Faktor für den Außenraum. Der Registanplatz in Samarkand. Das ist einer der beeindruckendsten Plätze der Welt, vielleicht überhaupt der schönste Platz der Welt. Ja? Und das ist nicht nur, weil er so groß ist, sondern weil er so präsent ist. Und das wird erreicht durch die gigantischen Dimensionen der Iwane, die so ungefähr an die 50 Meter hoch sind, ja? Zu den drei angrenzenden Medresen. Und es wird erreicht durch die Symmetrie im Konzept. Und die Minarette an den Ecken, ja, die auch hier ganz prominent ausgebildet sind. Die sind vollkommen funktionslos. Diese Minarette, obwohl der Spiegel hinaufgeht, ja, ich war auf dem drauf, darum weiß ich jetzt, die sind nicht für das Rufen von Muezzinen bestimmt gewesen. Diese Minarette sind Dekorationselemente, ja, von Anfang an gewesen. Es gibt dann noch die Hypothese, dass diese Minarette gebaut worden sind, so eine Art wie Strebepfeiler, weil die Iwane so groß gewesen sind, ja, dass sie so großen also die Bögen in den Bistag so groß gewesen sind, so großen Seitenschub ausgeübt haben. Also ganz ehrlich gesagt, ohne diese Minarette wäre es auch gegangen. Aber kann ja sein. Das Interessante ist, dass der Platz dann selbst dem Konzept eines Iwans folgt. Der Platz ist an drei Seiten begrenzt. Und an der vierten Seite ist er offen. Minarette. Na, das ohne Minarette geht es kaum natürlich in der islamischen Architektur. Und Minarette als flankierende Elemente haben Sie ja schon gesehen. Zum Beispiel in Iran, die Minarette, haben Sie vorhin im Vortrag schon gesehen, die stehen meistens am Iwan bzw. am Bistag direkt drüber sozusagen. Ja. In Usbekistan stehen sie üblicherweise daneben. Das ist das Grab von Timur, also Timur, Gordiemur, das Grab des Fürsten, der große Fürst, der
riesengroße Beherrscher, Besieger von allen. Und die Geste, die dieses Mausoleum macht, ist dieser. Ja? Man hat das Gefühl, wenn sie am Rechtsraumplatz in den Samarkand stehen, wo sich diese beiden Mätresen, die Ulbeck und die Schertauer-Mätrese, gegenüberstehen. Das sind beide, das sind wie zwei Kämpfer, die einander gegenüberstehen. Nichts, kein Zufall, dass der Pachlamon Mahmud, dass das nicht nur ein Dichter war und ein Philosoph, sondern dass das auch ein Ringer war. Also eine sehr eigenartige Gebärde dieser Minarette, und die Minarette sind entstanden natürlich, oder sehr eine wichtige Funktion, sagen wir mal, der Minarette, die Entstehung der Minarette ist eine so komplizierte Sache, da werden wir nicht fertig, wenn wir da anfangen. Die sind ein wichtiges Landmark, eine wichtige Markierung auf Karawanenstraßen, ja, ein Orientierungsmal. Ja. Hier in Bob Kent das Minarett. Ja, das ist aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, das steht immer noch, das ist 39 Meter hoch. In Jeju Wan das Minarett ist aus der so 30er Jahre des 15. Jahrhunderts, und in Chiba das Islam Hodja Minarett ist bitte 1910 fertig geworden. Das ist 57 Meter hoch, das höchste Minarett, glaube ich, von Usbekistan, von dieser Gegend. Und schauen Sie sich einmal mitten im urbanen Bereich, also bei den Minarette, die so an kleinen Orten entlang der Seidenstraße stehen, ja, das ist die Funktion, hat man ja noch irgendwie so durchschaut. Aber dieses Minarett im Vergleich zu dem Bauwerk dazwischen, also das ist eine Disproportion, die ist wirklich ganz, ganz erstaunlich. Und da sieht man, welche Wichtigkeit dem Minarett beigemessen wurde. Und das meine ich, ist auch diese Erinnerung, warum sind wir wichtig geworden, warum sind wir so groß geworden, wegen dieser Straße. Diese Straße würde es nicht geben, die Seitenstraße, wenn hier nicht Markierungspunkte gewesen wären, die in Form von Minaretten sind. Die Köpfe von Minaretten sind ein bisschen verschieden, manchmal sind sie sehr, sehr ähnlich. Auch hier aus ganz, ganz verschiedenen Zeiten, vom 12. Jahrhundert bis zum, bis zum 15. Jahrhundert. Aber die neuen, haben Sie gesehen, sind aus dem 19. und 20. Jahrhundert, sind auch nicht viel anders. Und hier ist genau das Gegenteil. Angeblich sind diese Öffnungen, diese vielen Öffnungen oben, dazu verwendet worden, dass mehrere Muezzine gleichzeitig gerufen haben. Inwiefern das gestimmt hat im 12. Jahrhundert, wissen wir nicht mehr so ganz genau. Das eigenartigste Minarett, das ich überhaupt kenne auf der ganzen Welt, ist das Qatar-Minar. Und Qatar-Minar heißt kurzes Minarett, und das ist, so kurz ist gar nicht. Das ist immerhin 28 Meter hoch, aber der Durchmesser ist fast 15 Meter. Das heißt, das Minarett ist nicht einmal 2 Meter hoch, wie es breit ist. Und von diesem Minarett hat der Emir von Chiba befohlen, ein Minarett zu bauen, das von dem man bis Buchara sehen kann. Buchara ist nebenbei bemerkt 400 Kilometer entfernt. Das wäre sehr hoch gewesen, irgendwie weiß man nicht genau, wie hoch er sich das vorgestellt hat, der Emir. Jedenfalls ist er 1855 gestorben. Das Minarett ist eingesagt, weil der Untergrund schlecht wäre, dann haben sie aufgehört. Also das ist jetzt dieses seltsame Minarett, aber die Dekoration ist wirklich, wirklich sehr, sehr ansprechend eigentlich. Und es ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl, durch diese Straße in Chiba zu gehen. Chiba ist übrigens auch ein Weltkulturerbe natürlich, wirklich sehr, sehr gut erhaltene Substanz hier, und immer an diesem riesigen Monster vorbeizukommen. Ja, also das ist auch eine ganz, ganz starke Identität von Chiba. Also Chiba ohne dieses verunglückte Minarett wäre es nicht Chiba. Jetzt zu den Bautypen, werde es kürzer machen als zu den Elementen, ganz kurz Moschee, Mätresse und einen Palast. Verspreche ich, einen Palast? Eine Moschee, die ich schon gezeigt habe, Moschee Juma in Chiba. Chiba, die Säulenmoschee, klassische Säulenmoschee. Ja, das ist ein rechteckiger Bau, ungefähr 50 Meter, ich glaube 55 mal 46 Meter ist dieser Bau. Zwei Innenhöfe, kann man nicht sagen, er hat zwei Löcher in der Decke, mehr oder weniger, wo das Licht reinkommt. Auch oktogonal, hat mehr als 200 Säulen, und diese
Dieser Bau ist schon im 11. Jahrhundert, 10. Jahrhundert eigentlich, das ist schon erwähnt worden, historisch. Und der heutige ist aus Ende 18. Jahrhundert. Die Säulen, habe ich schon gesagt, die sind wiederverwendet von älteren Gebäuden, aus dem, vielleicht eh aus der Moschee, genauso weiß, so genau weiß man es nicht, und vielleicht auch anderen Gebäuden, die sind aus dem 12. bis 15. Jahrhundert. Das Gebäude habe ich von einer anderen Perspektive schon gezeigt, hier mit dem Grundriss und mit dem Schnitt dazu, Anfang 18. Jahrhundert, die Bauhaus-Moschee in Buchara. Und hier sieht man dieses seltsame Verhältnis wieder, ja, von riesiger Vorhalle. Die Vorhalle ist 42 Meter breit, ja, hinten das Ding, das ist gerade einmal 22 Meter, 20 Meter glaube ich nur breit, die eigentlich wichtige Halle. Das heißt, die Vorhalle ist eigentlich das Bedeutende. Und das ist wieder auch diese Frontmentalität. Es ist ganz, ganz wichtig, die Front des Gebäudes, der Eingang ist das Wichtige. Was dahinter kommt, das ist, sieht man nicht so. Also das weiß man dann von außen gar nicht, und das ist auch ein sehr prestigeträchtiges Gebäude, weil da ist der Emir von Buchara, hat das nur zu besonderen Anlässen, hat er eben gerade diese Moschee besucht. Die Kalan-Moschee in Buchara ist möglicherweise schon noch von den Timuriden gebaut worden im 15. Jahrhundert und ist dann 1514 muss es gewesen sein, fertiggestellt worden. Da gibt es eine Inschrift nämlich davon, ist eine klassische Vier-Ivan-Moschee. Also das ist genau das, was man sich vorstellt unter einer Vier-Ivan-Moschee. Ist ziemlich groß, also die hat 127 Meter ist die lang, ja, und eine der größten Moscheen in Zentralasien. Es sind fast 300 Kuppeln sind um den rechteckigen Pfeilerhof, und wenn man sich den Innenhof anschaut, ja, eine, ach, vorhin noch gezeigt, Entschuldigung, da habe ich sowieso den Grundriss drauf, Sie sehen den Grundriss hier, ein sehr strenger Grundriss, und auch der Innenhof eine sehr strenge Gestaltung. Und wenn da diese vier Iwane wären an den vier Seiten, dann würde das Ganze wirklich so wie Postgarage mehr oder weniger ausschauen. Also das ist sehr, sehr prominent, das Ganze. Also die Iwane geben die Achsen vor und die geben auch die Identität vor. Ein interessantes Merkmal, wodurch diese Strenge gebrochen wird, ist dieser Brunnen, der hier nicht in der Mitte steht, wie in anderen Moscheen sehr oft, ja, sondern der hier direkt sinnhafterweise vor dem Hauptbetraum steht. Weil sinnhafterweise, man reinigt sich vor dem Gebet, ja, am Brunnen, und dann hat man einen kurzen Weg sozusagen zum Gebet. Das ist funktional, ist das gar nicht so schlecht gemacht. Ne? Eine Perspektive von ein bisschen noch extremer gesehen, als ich sie vorhin gezeigt habe, mit diesen Kuppeln und mit diesen riesengroßen Iwanen, die dann hoch über das Dach hinausragen, und wiederum hier die Hinterseite der Iwane ist überhaupt nicht irgendwie, das ist eine reine Funktionssache, das ist eine konstruktive Elemente sind, das sind Pfeiler, damit das statisch in Ordnung ist, aber die Frontseite wird hier stark dekoriert. Und das ist wirklich, also das, was man in Deutschland einen Hammer nennt, die Bibi Hanin-Moschee in Samarkand, errichtet, wie ich schon gesagt habe, von Timur himself, und das Erstaunlichste für seine Schwiegermutter. Ja? Die große Hanin. Und Timur hat diese Moschee errichtet, nachdem er aus Indien zurückgekommen ist. Und er hat sich in Indien die sogenannte 1000-Säulen-Moschee angeschaut, also die Qutb-ul-Islam-Moschee in Delhi. Das ist so 13. bis 14. Jahrhundert, die ist ja nicht einmal fertig geworden, so groß ist die. Und er wollte dann auch sowas bauen. Ne? Und die haben das wirklich, also Timur hat schon, er ist 14.5 gestorben, ne? 14.4 ist die Moschee fertig geworden, 1399 haben sie begonnen. Also in 5 Jahren mehr oder weniger haben die eine der größten 4-Ivan-Moscheen der Welt gebaut. Sie hat eine Ausdehnung von fast 170 mal 110 Meter. Ja. Die Höhe des Bogens im Eingangs-Ivan, ja, das ist immer ein Problem mit der Perspektive, da sehen Sie die Menschen hinter. Nur diese Bogenhöhe ist ungefähr 30 Meter. Ja. Das müssen wir uns vorstellen. Ja. Schauen Sie sich einmal an, wie hoch die Ringstraßenbauten sind. Ja. So hoch ist ungefähr der Bogen. Und es scheint ein bisschen, es hat mehr als 400 Kuppeln übrigens auch die Moschee, aber gehabt. Ja? Weil die Bauaufgabe war zu groß, sie haben es zu schnell gebaut und sie ist zusammengefallen. Ja? Leider, das ist sehr schade.
Mätressen, wie gesagt, ganz ähnlich Karawansereien, stellen Sie sich ähnlich vor. Buchara, die Abdullah Khan eigentlich Moschee, Mätresse. Ich habe diese Bezeichnungen usbekisch geschrieben und das ist Abdullah Khan, ja? Also das Khan, Sie sagen aber Khan und dann wird das mit O irgendwie wird das, übersetzt. Ende des 16. Jahrhunderts errichtet und eine kleinere Mätresse, so 75 Meter oder sowas lang. Und da sieht man wieder diesen Gegensatz zwischen der streng gegliederten Hauptansicht, ja, und dem streng gegliederten Innenhof zum Eigentlichen. Also wenn man sich den Grundriss anschaut, das ist eine total bewegte Sache. Da denkt man ja, Funktion ist Trumpf sozusagen. Und dann geht man hinein und diese, wenn man den Grundriss kennt, dann geht man hinein, also von außen schaut sich vollkommen symmetrisch aus, dann geht man hinein, vollkommen symmetrisch, nur das wieder diese Kulissenmentalität. Was dahinter ist, hinter der Kulisse, das ist überhaupt nicht symmetrisch. Ja? Das ist dann wieder funktional geprägt und darin liegt auch eine der wirklich Identitätencharakteristiken. Ja? Hier die Ulugbek-Mätresse, wie gesagt, 1420 fertiggestellt, 1417 bis 20. Also die haben unwahrscheinlich schnell an diesen Dingen gebaut. Also wenn ich mir da unsere ganz, ganz langsamen Kathedralenbauer, die da hunderte Jahre in der Kathedrale herumbauen, vorstelle, das wird da zack, zack, wird das aufgeführt, ja? So wie Empire State Building mäßig. Ja? Das ist, diese Bautrip-Mätresse hat eine ganz klare Formensprache. Ein einheitliches Design, das ist ein total starker Bautyp, das ist ja die Identität der Region und Funktion. Wenn Sie so etwas sehen, ja, hier, dann, aber Sie es gar nicht kennen, dann sagen Sie, okay, Mätresse in Usbekistan oder eine Karawanserei, kann es auch sein, ja, aber trotzdem. Und hier diese zwei Mätresen, die einander gegenüberstehen, das ist die Ulbeck, das ist die Chateau, und die sind nicht gleichzeitig entstanden. Das sind 200 Jahre Bauunterschied. Ja? Die hintere auch, also die hintere ist so ungefähr so alt wie die, das ist 15. Jahrhundert und das ist 17. Jahrhundert. Und das ist ziemlich genau 200 Jahre Unterschied. Aber das Erscheinungsbild hat sich gehalten. Und diese Mätresse, der Bautyp ist nicht nur im äußeren Erscheinungsbild, sondern auch im Innenhof ist fast die identische formale Ausbildung. 200 Jahre Unterschied im Bauen. Verwechselbar. Also wenn ich da hingeschrieben hätte, jetzt Scherda und da Ulugbek, also die wenigsten hätten es gemerkt, den Unterschied. Und einen Palast noch, Paläste habe ich jetzt so, ich habe das S weggetan heute in der Früh. Weil es ist nur ein Palast geworden, ich wollte euch die letzten 100 Folien ersparen. Der Tashali-Palast in Chiba ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet worden, auch in wahnwitzig kurzer Zeit, da haben sie 6 Jahre haben sie dann gebaut, fertig, ne, vom Alakuli Khan errichtet worden und das ist der Haremhof. Haremhof ist der größte Hof, ja, das ist aber im hintersten Bereich des Palastes, also ganz klassisch. Und da sind erstaunlicherweise bis 1920, da ist dann der gute Engel geflüchtet von Chiba, sind hier Frauen und Sklaven von Eunuchen bewacht gehalten worden. 1920, ja, erstaunlich. Und das Iwan-System mit diesen mittig stehenden Einzelsäulen wieder ganz, ganz charakteristisch. Also das ist ein Leitbild von dieser Gegend von Usbekistan, besonders in Chiba. Und hier der Zeremonienhof und Gerichtshof, eine fast identische Ausbildung vom Iwan. Also wenn man nicht genau schaut, würde man sagen, das ist genau das Gleiche, ist es nicht zu sehen, es ist eine Dekoration des Hintergrundes und an dieser höheren, natürlich da, an dieser höheren Plattform des Zeremoniensaals und an der niederen Plattform des Gerichtshofes oder des Gerichtssaales. Und was steht im prominentesten Hof des prominentesten Gebäudes, des Khans oder des Emirs in dem Fall, steht die Jurte. Und da sind wir wieder beim Anfang. Die Behausung der Nomaden als Prestigeobjekt im Palast der Sesshaften. Und die Tradition der nomadischen Urvorfahren ist immer noch hier präsent gewesen. Und es zeigt sich hier diese Kontinuität in der Entwicklung von Kultur und Architektur. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr interessant ist. Und das Problem ist, oder die
es wäre es interessant, es weiterzumachen. Ja, weil das Problem ist, dass in der wissenschaftlichen Literatur die Architekturtraditionen Zentralasiens, die in den Oasen der Wüste Kizilkum und Karakum entstanden sind, die sich auf Bautypen von Nomaden und Sesshaften entwickelt haben, ja, die sind bisher wirklich nur am Rand thematisiert worden. Aber gerade hier zeigt sich eine ganz, ganz interessante Stellung der Architektur, nämlich durch diese jahrhundertlange Verbindung von kulturellen Prägungen, von Turkvölkern, von mongolischen, von iranischen Ethnien. Ja, da hat sich eine ganz hochinteressante, eigenständige Baukunst herausgebildet. Ja, die eine Baukunst, die ganz wirklich sehr, sehr aufschlussreiche Rückschlüsse auf die Stellung des architektonischen Charakters als Faktor von geografischer und ethnischer Identität sehen lassen können.